Viele von Ihnen werden Capital Bra nicht kennen, aber der Berliner Rapper ist eine richtig große Nummer bei unter 25-Jährigen. Seine Videos haben bis zu 16 Millionen Klicks. Sein letztes Album kam auf Platz 2 der deutschen Charts. Ich will mir unbedingt einen bauen, Digga. Ich weiß bloß nicht, wo ich anhalten soll. Fick den Richter, mein Mercedes-Benz ist vollgetankt. Die kleinen Hurensöhne scheiß in den Zeugenstand. Fick den Staatsanwalt, da findet meine Leute krank. Doch ihr habt uns doch so gemacht, ich fick auf deine Boy gehabt. Bra. Er ist der Held der Heranwachsenden und er ist der Schrecken der Erziehungsberechtigten. Danke dir. Capital Bra, geboren in Sibirien, groß geworden in Hohenschönhausen, wo er gleich mehrere Karrieren hinlegte. Ich hab nie was gemacht, mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Karriere 1 im kriminellen Milieu, Schulabbruch, Jugendstrafen, das volle Programm. Karriere 2 als Rapper und nicht minder erfolgreich. Sein Song Gucci beispielsweise hat einfach mal 16 Millionen Klicks. Ich hab nichts studiert oder nichts gelernt. So. Ist halt scheiße so. Aber meine eigene Schuld und Rap hat geklappt, deswegen läuft, Bratan. Was soll ich dir sagen? Geschmacklos und vulgär, aber eben auch hintersinnig und witzig. Bündelweise Euroscheine, tütenweise Gras und ohne Ende nacktes Fleisch. Immer voll auf die 12. Aber nicht mit mir, Kollege, ich leg die Schlampe flach. Im Februar hatte Capital ein gesamtes Einkaufszentrum flachgelegt. Seine Plattenpräsentation im Alexa geriet zur Massenschlägerei. Fortsetzung vielleicht schon morgen, dann kommt sein neues, sein drittes Album. Und hier ist für Sie Capital Bar. Nur noch Gucci, Brotter, nicht statt nur noch Gucci. Komm in deine Stadt mit Dino, Nidi und Parodi. Diese Szene ist ne Kappa und ich bin die Pussy. Ja, und jetzt haben wir den gefühlt harten Rapper hier und als erstes macht er sich dieses Getränk auf. Safari von nur dieser... Nur Safari, Bratan, du weißt. Warum? Was begeistert dich an jetzt sag ich den Namen mal, an Capri-Sonne? Weil einfach ein Löwe drauf ist, deswegen. Weil ein Löwe drauf ist? Einfach, weil ein Löwe drauf ist. Was ich ja bei so Rappern immer bewundere, wenn uns so eine Battle ansteht und ihr gegeneinander antretet, dann seid ihr sehr spontan und reagiert sehr spontan auf die Themen. Ich möchte dir mal ein Foto zeigen und du sagst mir, was dir dazu einfällt als erstes. Das werden wir da sehen, das Foto. Wir gucken mal. Oh, Helena Fischer, die ist krass. Also jetzt tatsächlich, also findest du die wirklich gut? Guck mal, wie sie aussieht, wie eine Katze, guck mal diese Zähne, Bruder. Ihr habt ja, kein Spaß, Mann. Ich zeig's ja nicht, auch nicht nur zum Spaß, ihr habt ja eines gemeinsam, ihr seid beide in Sibirien geboren, ihr seid beide wahnsinnig erfolgreich. Was hältst du von ihrer Musik? Also ich kenne nur eine, diese Atemlos. Ja, also das kennen relativ viele, diese Atemlos. Sie sieht auf jeden Fall krass aus. Ja. So. Und zur Musik möchtest du nichts sagen? Ich kenne nur ein Lied, was soll ich dazu sagen? So? Atemlos. Wir sind ja auch heute 4 Tage nach der Bundestagswahl und wenn man dann auf den, du kommst aus Neu-Hohenschönhausen oder aus Hohenschönhausen, um genau zu sein, in Neu-Hohenschönhausen haben über 20% die AfD gewählt. Kannst du das verstehen? Gibt es da in deinem Umfeld welche, von denen du weißt, dass die AfD wählen? Kannst du dazu einfach sowas sagen? So? Ja, das ist ja die Frage. Auf jeden Fall an die AfD und an alle, die AfD gewählt haben, ihr seid auf jeden Fall richtige Hurensöhne. Schöne Grüße. Wir haben noch ein weiteres Foto für dich. Mal sehen, was du dazu sagst. Gucken wir mal. Oh, Putin, Bratan. Ja, du sagst es mit so einem Lächeln. Du hast ja auch ein Lied gemacht, in dem du etwa gefühlt 150 Mal Wladimir Putin, Wladimir Putin, Wladimir Putin singst. Was findest du an dem so toll? Nein, ich mach das mehr so wegen dieser Deutschrap-Szene halt so. Ja. Will ich so einen auf Ich bin Deutschrap Putin machen. So. Ich lass mir nichts sagen. Ich lass mir von keinem irgendwas. Keiner kann mir was, ich mach was ich will und so. Und darum geht's mehr so. Aber er ist auch Playboy, guck mal, oberkörperfrei mit Pferd. Läuft bei ihm. Und läuft bei ihm auch politisch, ist er dir nicht, bedeutet er dir nichts, oder doch? Nein, ich habe mit Politik nichts zu tun. Ich mach mein Ding. Du hast ja mehrere Jugendstrafen verbüßt, hast wegen Schlägereien die Schule gewechselt, die dann nach der 9. Klasse endgültig abgebrochen. Muss man, um als Rapper real zu sein, auch ein bisschen was auf dem Kerbholz haben? Man muss auf jeden Fall was erleben, so, aber man muss jetzt nicht die Schule abbrechen. Ich war einfach nur jung, dumm. So, weißt du, was ich meine? So, ist auf jeden Fall scheiße, so, wenn man keinen Abschluss hat. So.
Du wolltest ja unbedingt live rappen hier, hast du gesagt. Und geht leider nicht mehr. Ich bin sehr krank geworden, leider. Aber dann hören wir doch mal rein in einen Song, in dem es um deine Mutter geht. Ja, wir hören mal kurz rein, Carla. Ich hab's geschafft, Mama, hörst du diese Zeilen? Nie wieder kommt die Kripus, nie wieder musst du weinen. Nie wieder bin ich weg, nie wieder lass ich dich allein. Ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft, Mama, ich hab's geschafft, Mama. Hörst du diese Zeilen? Ist... Nie wieder kommt die Kripus, nie wieder musst du. Vielen Dank. Da hört man sehr, dass du dich, also du wendest dich in dem Song an deine Mutter und du sagst, ich hab's geschafft, Mama und so. Ist dir das so wichtig? Hast du ein schlechtes Gewissen gegenüber deiner Mutter für das, was du bisher gemacht hast? Natürlich. Man, weißt du, sie hatte schlaflose Nächte wegen mir, pausenlos, ohne Ende. Weißt du, wie das einer Mutter wehtut? So, wenn du draußen bist und die kann einfach nachts nicht schlafen, egal wann du nach Hause kommst, 6 Uhr früh, 5 Uhr morgens, du kommst nach Hause, sie ist immer noch wartet auf dich. Oder wenn Polizei nach Hause kommt, die schlagen dich vor deiner Mutter. Sie weint und die schlagen dich weiter. So. Verstehst du, was ich meine? Weißt du, wie? Mir tut's weh, natürlich, aber nicht so wie ihr. Verstehst du, was ich meine? Das ballert halt so Kopf. Ja. Vielen Dank. Da hat er richtig sein Herz geöffnet. Vielen Dank an Capital Bra. Morgen erscheint sein neues Album. Dankeschön. Darf ich ihn mal grüßen? Ja. Er möchte noch unbedingt jemanden grüßen, das könntest du aber dann in Freestyle-Form machen. In Freestyle-Form? Ja, sowieso Freestyle. Ich grüße auf jeden Fall meine Mama, Jessie, Charlene, Ilja, Arthur. Ich grüße Meriton, Drilon, Hassan, alle meine Bras vom Cave, meine Kameramänner. Ganz Neu-Hohenschönhausen grüßt er, vielen Dank. Und meine Beatmaker, ihr seid die Besten. Capri-Sonne, nur Safari, Brata.